Hallo liebe Schülerinnen und Schüler von Fred, Paul und mir. Leider sind die Schulen immer noch zu. Deshalb gibt es heute wieder ein Video für euch. Und ein Experiment natürlich. Denn der Fred hat total Lust auf Quark mit Kresse. Hier seht ihr Kresse. Und der Fred würde so gerne mal einen Quark mit Kresse zubereiten. Aber er hat keine Ahnung, wie Kresse am besten gedeiht. Also wollen wir ihm helfen. Ihr braucht dazu Kresse in so einem Tütchen. Drei Gläser, ich habe jetzt alte Honiggläser genommen, es gehen aber auch Marmeladengläser oder einfach Schälchen. Ihr braucht ein bisschen Erde und ihr braucht Wasser. Genau, hier habe ich das nochmal abgebildet für euch. Dann wollen wir mal starten. Also, wir müssen die Erde in zwei von den Gläsern füllen. Das mache ich jetzt mal. So. Ein Glas haben wir fertig. Das stellen wir mal hier hin. Und dann nehmen wir uns noch ein zweites Glas. Auch hier füllen wir die Erde rein. Okay. Nun nehmt ihr eure Kresse und macht sie auf. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und jetzt seht ihr hier die kleinen Kressesamen. Die füllt ihr nun in die Gläser. Einmal und in das zweite Glas auch. Jetzt werden die Samen leicht angedrückt. Seht ihr? Könnt ihr mit dem Finger machen. Und jetzt kommt ein bisschen Wasser dazu. Einmal und zweimal. Könnt ihr es noch mal ein bisschen andrücken. Okay. Das eine Glas stellt ihr jetzt an einen sonnigen Ort. Das könnt ihr zum Beispiel auf den Balkon stellen oder in den Garten oder ans Fenster, damit viel Sonne an die Samen kommt. Das zweite Glas stellt ihr an einen dunklen Ort oder in einen Karton. Ich stelle das einfach mal hier rein und mache den Karton zu. So. Da stelle ich ihn auf den Boden. Vielleicht könnt ihr noch was Schweres draufstellen, damit es auch wirklich dunkel ist für die Samen. Und jetzt haben wir noch ein drittes Glas. In das dritte Glas füllt ihr den Rest von eurem Wasser.
So. Und auch wieder einige Samen. Hier sind noch ein paar im Tütchen. So. Okay. Also, das Glas mit der Erde stellt ihr an einen sonnigen Ort. Das Glas mit dem Wasser könnt ihr einfach hier auf dem Tisch stehen lassen oder irgendwo anders in eurer Wohnung. Und das dritte Glas ist an einem dunklen Ort oder in einem Karton. Was denkt ihr denn, welche Samen am ehesten keimen? Also der Paul ist ja verdammt schlau und der glaubt tatsächlich, dass die Samen an einem hellen Ort besser keimen, also dieses Glas, als an einem dunklen Ort. Der Fred denkt, dass die Samen im Wasser am besten keimen. Ich bin total gespannt. Und vielleicht könnt ihr ja das Experiment zu Hause auch mal probieren. Und nächste Woche schauen wir dann, welche Samen am besten gekeimt haben. Zwischendurch müsst ihr natürlich die Samen mit der Erde, also hier das Glas und das Glas im Karton, ein bisschen wässern, damit die Samen auch immer schön feucht bleiben. Und dann finden wir nächste Woche heraus, was Samen zum Keimen tatsächlich benötigen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.